Auf der Insel Papua-Neuguinea sind alle aus dem Häuschen. Sicherlich liegt das aber nicht nur am amüsanten Fahrstil des Franzosen Philippe Croizon, sondern vielmehr an seinem extremen Vorhaben. Der 43-Jährige möchte von der Hafenstadt Port Moresby aus sämtliche Weltmeere durchschwimmen und alle 5 Kontinente verbinden. Und das ohne Arme und Beine. Vor 18 Jahren beginnt das Schicksal von Philippe Croizon. Bei dem Versuch, eine Fernsehantenne von einem Dach zu entfernen, trifft ihn ein heftiger Stromschlag. Damit er eine Chance hat zu überleben, müssen ihm Arme und Beine amputiert werden. Doch der Vater zweier Kinder gibt nicht auf und setzt sich neue Lebensziele. Als erster Mensch ohne Gliedmaßen durchschwimmt Philippe Croizon im September 2010 den Ärmelkanal. Jetzt sollen es sämtliche Weltmeere sein. Mit speziellen Prothesen in Form von Flossen will der Franzose zuerst von Papua-Neuguinea nach Indonesien schwimmen. Von dort geht es weiter nach Afrika und Europa bis nach Amerika. Dort erwarten ihn eisige Wassertemperaturen von bis zu 0 Grad. Insgesamt will der Ausdauerschwimmer in den kommenden Monaten 85 Kilometer zurücklegen und dafür rund 45 Stunden in den Weltmeeren unterwegs sein. Seine Frau und sein Schwimmkollege Arnaud Chasserie unterstützen ihn dabei. Denn Philippe Croizon will mit seiner geplanten Weltumrundung ein Zeichen setzen. Er will zeigen, dass es in jeder Lebenssituation möglich ist, über sich hinauszuwachsen.